Oh ja, und da sind wir wieder zurück nach keine Ahnung wie lange. Ich habe jetzt schon einige Wochen kein Minecraft mehr aufgenommen. Herzlich willkommen, Hallöchen, willkommen zurück zu Minecraft. Es wurde auch mal langsam wieder Zeit. Zugegeben, es wird sehr, sehr langsam wieder Zeit. Jetzt bin ich wieder da und es wird ja gerade direkt Nacht. Deshalb gehen wir einmal ganz kurz in unser Bettchen. Weil ich jetzt keine Lust habe, jetzt direkt am Anfang von der Folge. So, nachdem ich zum ersten Mal seit, keine Ahnung, seit über 2 Wochen wieder spiele, von den Monstern jetzt, ich sag mal, zerstückelt zu werden. So, ein kurzes Nickerchen, einmal kurz die Nacht durchpennen und dann wird das schon, ne? So, guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Minecraft. Ich glaube, es sind wirklich 2 Wochen her. Sind es 2 Wochen her? Also, es ist kein, also, es ist keine 2 Wochen her, dass ich ein Video hochgeladen habe, sondern glaube ich nur eine Woche oder so. Oder 5 Tage oder irgendwie so. Aber guck mal, ich habe ja eine große Session aufgenommen. Habe dann die Folgen hochgeladen. Habe dann 2 Wochen lang nichts gemacht. Habe dann wieder hochgeladen. War jetzt wieder ein paar Tage weg. Und jetzt nehme ich endlich wieder auf. Also ich habe schon... Ich war schon eine Weile nicht mehr in dieser Welt. Zugegeben. Das ist schon wieder ein paar Tage her. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir eigentlich so genau waren gerade. Also halt, was denn da der aktuellste Stand bei mir der Dinge ist. Huch. Och nö. Hä? Warum droppen die denn? Warum gehen die kaputt? Oh, ich hätte die Minecraft-Musik noch an. So. Wird das jetzt ein Problem? Nee, oder? Nee, sieht doch gut aus noch hier. Ich hoffe, das war nur ein kleiner Bug, der jetzt nicht weiter vorkommt, weil ich habe auf sowas echt gar keine Lust. Das wäre mir viel zu dumm jetzt. Nee. Hallöchen, liebe Schweinchen. Genau, den Kerker hatten wir ja fertig gemacht, das weiß ich noch. Ich habe gar keine Ahnung, was wir geplant hatten als nächstes. Ah, der Leuchtturm, ne? Wir hatten ja angefangen, alle unsere Projekte, die wir nie fertig gemacht haben aus Faulheit, endlich fertig zu machen, wie halt das Dorf, den Kerker. Und dann ist ja eigentlich der nächste Punkt quasi, dass wir anfangen, den Leuchtturm endlich weiter hoch zu reihern. Wir brauchen aber dafür einfach einen Haufen Wolle. Wir brauchen einen Haufen Wolle. Und das ist das, wovor ich mich halt so ein bisschen drücke, weil ich hab da einfach gar keine Lust drauf eigentlich. Ne? Ich habe da gar keine Lust drauf. Was haben wir denn gerade im Inventar? Hm, okay. Ich hatte die Hoffnung, durch meine Blöcke im Inventar irgendwie noch so herauszuerkennen, was ich letztes Mal noch vorhatte. Aber das ist eher nichtssagend. Okay, also wir hatten ja auf jeden Fall noch vor, irgendwann... Oh, ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, oder? So, wir hatten ja auf jeden Fall noch vor, irgendwann mal den ganzen Sand hier wegzureiern und daraus Erde zu machen. Dann müssten wir gucken, dass wir die Kakteen umplatzieren und irgendwo anders wachsen lassen. Vielleicht bauen wir davor auch extra so ein Gewächshaus. Oh, das wäre, glaube ich, ganz cool. So ein kleines, süßes Gewächshaus, so mit Glas und so ein bisschen natürlich auch. Das wäre schon ganz putzig, glaube ich. Aber ja, doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich hier. Alles ging voran, die Bäume waren gewachsen. Dann haben wir vor kurzem ja noch hier das Ding wieder repariert, nachdem es hochgejagt wurde. So. Aber seht ihr, das Ding ist halt jetzt, obwohl ich damals alle Bäume weggerissen habe, sind jetzt mehr Bäume da, als es damals waren. Also ich muss sagen, ich habe schon gut aufgeforstet. Klar, hier hinten ist noch alles leer, aber das war es auch damals schon. Auch damals waren hier keine 5 bis 10 Bäume gestanden. Also... Ja. So, hat man das gerade gehört? Ich hoffe nicht. Ich habe gerade ganz kurz meinen Genick ein bisschen knacksen lassen, weil ich alt bin und sehr verspannt, wisst ihr? Ich gehe jetzt auch schon auf die 23 zu. Ich bin unglaublich alt. Ich bin ja fast schon im Grab. Also ich kann schon riechen. Ich rieche schon den Tod. Ich sehe ihn schon, immer im Augenwinkel. Okay, du sollst da eigentlich nicht rein, das ist für Schafe. Und bei den Schafen weiß ich auch immer noch nicht, wie ich die reinkriegen soll.
Vor allem immer, wenn wir die Welt neu starten, also einmal rausgehen, wieder reingehen, die spawnen die und spawnen woanders dann wieder neu. Also so, das ist halt ein bisschen kacke. Man kann Tiere halt so irgendwie nicht behalten, leider. Das ist ein Vorteil bei Monstern und so und solchen Viechern halt, wenn du halt irgendwo, keine Ahnung, irgendwo einbaust und dich dann ausloggst aus der Welt. Und dann halt so ein Monster auf jeden Fall oben normalerweise steht und dann kommst du in die Welt rein und kannst dich wieder entspannt rausbauen, weil du weißt, das Monster ist wieder weg. Das ist schon sehr praktisch, aber mit den Tieren ist es sehr lästig. Es wäre mir viel, viel lieber. Also da würde ich auch das mit den Monstern akzeptieren, wenn ich dafür auch die Tiere behalten könnte. Weil dann könnte ich ja einen effizienten Bauernhof bauen. Ja, okay, dann lass uns doch mal den Fokus darauf legen, den Leuchtturm zu bauen erstmal. Wir bauen einen Leuchtturm, das wird unser nächstes großes Ding. Also manchmal verlerne ich Deutsch irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da vielleicht Probleme. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie vielleicht das eine oder andere Mal auf den Kopf gefallen bin. Aber ja, Deutschland. Alter. Deutsch ist nicht meine Stärke. Deutschland ist auch nicht meine Stärke. Anscheinend. Es ist so furchtbar, Mann. Ich kann nicht reden. Was ist los mit mir? Ich bin voll aus diesem Aufnahmemodus wieder voll raus irgendwie. Ich weiß nicht. Ich brauche wieder ein paar Tage, bis ich da drin bin. Weil ich versuche jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger aufzunehmen. Die können wir da lassen. Braucht man ja gerade alles nicht. Dann lasst uns doch mal gezielt jetzt nur auf die Suche nach diesen dämlichen Dingern machen. Schafen. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall noch Wolle. Die können wir eh nicht färben. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr Wolle. Und viel mehr rote Blumen für roten Farbstoff. Und ich würde nicht die hier alle abreißen, weil die sind ja nur aus Dekozwecken da und die sollen auch bleiben. Lieber suche ich mir dann irgendeine Stelle wieder da hinten, wo halt nichts ist, so wie letztes Mal, und suche da irgendwie nach roten Blumen. Das heißt, wo halt nichts ist, ich meine halt in Urwald, wo es nicht schlimm ist, wenn die Sachen fehlen, wo es nicht auffällt, wisst ihr? Ja, so. Weil die wachsen ja da hinten natürlich, wenn ich halt hier die Blumen ja absichtlich hinstelle. So, ui. Ja, soll ich einfach Ausschau halten? Da ist doch ein Schäfchen. Ja, da bist du ja. Und zack, einmal abgerissen, die Wolle. Immer her damit. Her mit dem Lachs. Ja, die Schweine können wir auch natürlich alle hier scheren und von ihrer Wolle befreien, ne? Haben Schweine Haare eigentlich irgendwo? Oder sind die immer nackt? Haben die irgendwo Haare? Ich glaube nicht, oder? Die haben, glaube ich, gar keine Haare. Ich glaube, die höchstens so Härchen. Ich glaube aber Schweine sind doch komplett kahl. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wiederum, Wildschweine haben wir so ein Borstenfell. Das ist ja ein anderes Ding. Da haben die ja wirklich Fell. Aber bei normalen Schweinen, so die, wo man halt auch isst und so, wisst ihr, und die man auf Bauernhöfen sieht, die haben kein Fell, oder? Ich glaube nicht. Das sind immer so Gedanken, die mir dann auf einmal so aus dem Nichts irgendwann mitten in der Nacht kommen. So, ich habe jetzt letzte Nacht, habe ich jetzt bis 4:30 Uhr morgens oder so gearbeitet und war dann erst um fast 6 Uhr zu Hause. Und da fängt man dann einfach an, sich irgendwelche sinnlosen Fragen zu stellen, weil einfach der Kopf so überfordert ist, weil man einfach so müde ist. Ich bin auch in der Bahn nur 3 oder 4 Mal eingeschlafen. Hui. Und dann bin ich wach geworden und dachte mir so, oh scheiße, das ist meine Haltestation. Bin rausgerannt und dann fällt mir auch so, hä, Moment mal, wo bin ich? Und die Tür von der Bahn geht gerade schon zu und ich denke mir so, oh scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe einfach meine ganze Hand einfach so zwischen die Tür gesteckt, damit ich die davon blockieren kann, zuzugehen, und habe sie einfach wieder aufgedrückt. Und bin rein und ist wieder ganz normal zugegangen. Alter. Klar, ich weiß nicht, ob das so klug war. Natürlich wäre es
auch besser gehst, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ja, okay, dann ist es halt so, dann warte ich halt, aber ich dachte mir so, ne, vergiss es. Vergiss es. Es ist schon fast 5 Uhr morgens. Ich habe jetzt 14 Stunden gearbeitet. Ich will jetzt verdammt nochmal ins Bett. Ich will heim und ins Bett. Und dann war ich irgendwann auch zu Hause und war auch im Bett, aber hab nicht geschlafen, sondern Dr. Who geschaut. Ja, hat ja gut geklappt, ne? Also ich bin mittlerweile nicht mehr so krass der Serientyp, aber Dr. Who geht immer. Dr. Who hat's mir einfach so angetan, das geht immer. Und mit David Tennant als dem Doktor hat man sowieso immer gewonnen. So ein genialer Schauspieler, ich liebe es. Ach ja, die Sonne, unser treuer Begleiter. Aber auch sie verlässt uns für mindestens 10 Stunden. Wobei, ich weiß nicht, ob es 10 Stunden sind. Ich kann nie einschätzen, wie das hier mit den Uhrzeiten in Minecraft ist. Ich verstehe dieses System nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ein Tag dauert. Ich glaube 20 Minuten oder irgendwie sowas habe ich mal irgendwo gelesen. Oder nee. Nee, 20 Minuten ist der komplette Minecraft-Tag. Nicht die Tagzeit, sondern der komplette Tag in Minecraft. Das heißt, ich schätze mal wahrscheinlich 10 Minuten Tag, 10 Minuten Nacht oder so. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt jetzt Profi in sowas, also... Ich weiß ja viele Nebenfakten über Spiele, aber sowas hab ich keine Ahnung. War ich das? Okay. Hier nehmen wir noch... Hey, wo sind die? Ah, hier. Nehmen wir ein paar Rosen mit. Da seid noch... Oh, da seid noch Schafe. Ich kann kein Deutsch mehr. Es ist einfach furchtbar. Da seid ihr ja noch. Ihr seid noch... Hier. Oh, Mann. Was ist denn los mit mir? Das sind noch Schafe. Da seid ihr ja. Toll. Endlich kann ich euch die Wolle vom Leibe reißen. So, einmal dir noch. Da vorne war auch noch eins irgendwo, habe ich gesehen gerade. Da ist es doch. Na, red nicht wegrennen. Schreien bringt ja auch nichts. Bleib hier. Bam. Und so. Oh, da hinten kommen wir jetzt gleich wieder in die neue Weltgeneration. Achso, das war das Schaf nur wieder. Ich dachte schon, da wäre noch ein anderes Schaf. Mano. Naja. Nehmen wir auch noch mit alles hier. Komm, das können wir auch noch mitnehmen. So. Ich höre überall Monster, aber ich sehe gerade irgendwie keine. Habe ich Monster an? Ja. Wie kann sein, dass ich die überall höre, aber nirgendwo sehe? Oh. Ups. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist mir alles zu komplizierter Quatsch. So, dann gehen wir... Ah, guck mal, hier sind Monster. Aber ausgerechnet sind die Grünfreunde die ersten, die wir sehen. Es hätten noch Skelette sein können, die uns wenigstens Knochen geben. Oder Spinnen für Fäden. So, genau, da sind wir wieder in dieser Wüste. Hinter dem Berg ist dann wieder unsere Landschaft. Ich weiß nicht, spawnen in der Wüste, also ist es biomabhängig? Es gibt ja verschiedene Minecraft-Biome. Es gibt dann Wüstenbiome und dann diese komischen Wiesenbiome und so. Und da frage ich mich, also insgesamt ist immer Biome und ich frage mich aber, ist das denn biomabhängig, wo Tiere spawnen? Also in echt würden ja Schafe normal jetzt nicht irgendwo mitten in der Wüste, in der Sahara oder so leben. Aber ich weiß nicht, wie das in Minecraft ist. Ob die jetzt auf Genauigkeit geachtet haben oder... Sag mal, stirbst du auch mal? Mein Gott, ey. Gott. So. Wollen wir schlafen gehen? Wir gehen kurz schlafen. Bitte, lass schnell Tag werden. Ja, es hat geklappt. Diesmal beim ersten Versuch. Sonst klappt das irgendwie nicht. Guck mal, da vorne sind 4 Creeper einfach.
und da ein paar Knochen gegönnt. Hier war leider nichts. Mal gucken, was da vorne noch gedroppt ist. Wie man das jetzt so schön sagt.